Ja, schönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Heute gehen wir mal rein in drei Klänge auf der Gitarre. Und zwar auf dem höchsten String-Set. Wir gehen nochmal rein, wie man die so ein bisschen baut, aber vor allem, wie man die spielt, wie man die übt, sinnvoll, ja. Weil viele Gitarristen kennen zwar, also wissen, wie man die aufbaut, die drei Klänge und so weiter, aber sind jetzt nicht sehr flexibel damit, die auf dem Griffbrett umzusetzen. Und da gehen wir heute auf jeden Fall mal rein. So, da habe ich auf jeden Fall wieder ein kleines PDF gemacht. Kannst du dir wie immer über den Newsletter holen. Der Link ist in der Beschreibung. Und genau, du siehst schon, hier sind sozusagen die Griffe, die wir brauchen alle. Wir checken aus die Dur-Dreiklänge, Moll-Dreiklänge und die verminderten Dreiklänge. Und hier siehst du noch mal ganz kurz, was sozusagen gespielt werden muss, wenn du ein bestimmtes Akkordsymbol siehst. Wenn du jetzt nur ein C siehst, dann ist es immer ein Indikator dafür, dass es eigentlich nur ein ganz simpler Dur-Dreiklang ist. Also wenn nichts hinter dem Buchstaben weiter steht, spielst du einfach einen Dur-Dreiklang. Dann haben wir hier bei Moll-Akkorden steht immer ein M dahinter und bei diesem Verminderten steht meistens so ein kleines O dahinter oder auch Dim für Diminished im Englischen. Genau, das sind sozusagen die Sachen, die wir heute durchgehen. Und so, dann gucken wir nochmal gleich mal rein beim Dur-Dreiklang. Du siehst schon, jetzt haben wir hier drei verschiedene, ja, Varianten, wie man den greifen kann auf dem Griffbrett, auf dem höchsten String-Set. Und jede Farbe gibt dir sozusagen an, welche Umkehrung das ist. Weil man kann von so einem Dreiklang verschiedene Umkehrungen bilden. Und eine Umkehrung bedeutet so viel, dass wir die Töne von dem Dreiklang einfach nochmal anders anordnen, ja. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Rot ist die Grundstellung. Das ist so das ganz Klassische, wie man es immer lernt. Also Grundton, dann kommt die Terz. Und dann die Quinte, in unserem Fall ist es die große Terz und die reine Quinte bei einem Dur-Akkord. Und das ist sozusagen dieser ganz klassische Aufbau von einem Dur-Dreiklang. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich will jetzt mal die Terz als tiefsten Ton nehmen und pack dafür den Grundton einfach eine Oktave nach höher. Und so baut man quasi die Umkehrungen. Und du siehst schon, hier vorne ist sozusagen die zweite Umkehrung in der Farbe Blau. Und der heißt auch Quart-Sext-Akkord. Und das hat den Grund, weil die Intervallstruktur von dem Akkord von tief nach hoch eine Quarte ist. Und dann das Außenintervall, also das Intervall zwischen dem tiefsten und dem höchsten Ton, ein Sechstel ist. Deswegen heißt der auch Quart-Sext-Akkord. Und dann haben wir hier hinten noch die orangene, also die erste Umkehrung. Der heißt Sext-Akkord, einfach weil da das Außenintervall, also das Intervall zwischen dem tiefsten und dem höchsten Ton, eine Sechstel ist. So, jetzt habe ich hier alle verschiedenen Varianten aufgeschrieben von Moll und vermindert. Und die können wir jetzt einmal ganz fix durchgehen. Da zeige ich dir kurz meinen favorisierten Fingersatz auf jeden Fall. Aber nimm das nicht für zu krass bare Münze. Also da muss jeder immer mal so ein bisschen selber gucken, wie er jetzt diese drei Klänge greift. So, wir gehen jetzt einfach mal diese ganze Sache hier durch. Die Dur-Dreiklänge. Und du siehst schon, in diesem Shape sind auch quasi immer die Intervallfunktionen gekennzeichnet. Also 5 ist die Quinte, die 3 ist die Terz, die große in unserem Fall bei Dur. Und dann haben wir hier noch das R, das steht sozusagen für Root Note, also für den Grundton. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Shape hier greifen, kennst du mit Sicherheit, offener D-Dur-Akkord, wir lassen nur die D-Seite weg. Somit können wir dieses Shape dann später auch noch verschieben. Und zwar hier auf der H-Seite haben wir auch einen Ton D. Deswegen ist es auch hier vorne ein D-Dur, wenn wir den offen greifen. Aber jetzt, wenn wir den zum Beispiel verschieben wollen und sagen, ey, spiel mal weiß nicht, Fis-Dur, dann müsstest du überlegen, wo muss ich denn dieses Shape hinschieben mit diesem Grundton auf der H-Seite? Wo ist das Fis? Auf der H-Seite sozusagen. Also müsstest du jetzt schauen, Fis auf der H-Seite haben wir hier 8 Bund. Und dann greifst du dieses Shape im achten Bund. Beziehungsweise mit dem Grundton auf dem achten Bund. Dann hast du ein Fis-Dur dort an der Stelle. Und das gleiche verhält sich auch mit den anderen Umkehrungen so. Nur ist dort der Grundton immer an einer anderen Stelle. Wir können das Ganze jetzt mal so, wie es dort steht, einmal in D-Dur durchgehen. Und so, den ersten haben wir gerade gehabt. Der zweite wäre hier. Weil hier auf der G-Seite im siebten Bund ist unser D. Und den greife ich entweder so mit dem ersten, zweiten, dritten Finger oder manchmal auch erster, dritter und vierter. Da muss man ein bisschen gucken, was so kontextmäßig als nächstes kommt oder von welchem Akkord man gerade in den nächsten rein will. Also das ist immer so ein bisschen,
situationsabhängig. Sollte man beides können, auf jeden Fall. So hier und so. So, dann die nächste Umkehrung. Aber hier, da ist der Grundton auf der hohen E-Seite. Und den greife ich mit einem kleinen Barré. Die hohen zwei Seiten. Und dann meistens direkt mit dem zweiten Finger, also mit dem Mittelfinger. So, und wenn du jetzt zum Beispiel die Dur-Dreiklänge üben möchtest, dann würde ich so vorgehen, dass du wirklich alle Umkehrungen einmal durchspielst. Also wenn wir jetzt hier in D bleiben, dann wäre das so hier. So, und immer wenn du jetzt zum Beispiel ein D siehst in irgendeinem Leadsheet oder so, dann kannst du diese drei Voicings einfach spielen und das passt. Das ist alles ein D, nur an verschiedenen Positionen des Griffbretts. So, jetzt gehen wir mal weiter und zwar in die Moll-Variante. Die sieht so hier aus und da siehst du schon, der Unterschied zur Dur-Variante, hier, ich zeige es dir nochmal, bei Dur haben wir die große Terz und bei Moll haben wir die kleine Terz, ja. Das ist sozusagen der Unterschied. So, jetzt gehen wir bei Moll rein und zwar den ersten kennst du mit Sicherheit. Unser offener D-Moll-Akkord in der D-Seite. Kennt man. Wir lassen einfach die D-Seite weg und somit haben wir sozusagen keine Leerseite und können den Akkord bzw. das Voicing einfach verschieben. Grundton ist hier. Auf der H-Seite wieder und genau, greife ich einfach so wie einen normalen D-Moll-Akkord. Da gibt es nichts groß zu beachten. So, zweite Umkehrung ist die Grundstellung. Habe hier Grundton, kleine Terz, Quinte, schönes Voicing, greift sich super einfach. Und genau, braucht man gar nichts weiter zu sagen. Dann das nächste, das Orange, greife ich immer auf jeden Fall mit einem Barré. Grundton auf der hohen E-Seite. Klingt super, super einfach zu greifen. Sehr, sehr schönes Voicing. Und hier auch wieder, wir können ja mal das in eine andere Tonart verschieben. Sagen wir mal, wir wollen das jetzt zum Beispiel in F-Moll machen, ja. Dann müsstest du überlegen, wo ist denn das tiefstmögliche F auf der Gitarre, ja. Und, also auf den hohen drei Seiten, weil das ist ja unser Stringset, welches wir bearbeiten wollen. Und das haben wir hier, ja. Auf der E-Seite, erster Bund. Und jetzt ist der nächste Gedankenschritt von dir, auf welchem oder in welchem Voicing liegt denn der Grundton auf der hohen E-Seite? Und das haben wir hier bei dem orangenen Voicing, also bei der ersten Umkehrung. Und das heißt, der erste F-Moll-Akkord ist dieser hier. Und dann ist die Reihenfolge immer gleich. Nach Orange kommt Blau, nach Blau kommt Rot, nach Rot kommt Orange. Ja? Das heißt, das ist jetzt hier unser F-Moll. Dann als nächstes muss das Blaue kommen. Und du weißt ja, beim Blauen haben wir unser Grundton auf der H-Seite. Das heißt, du suchst sozusagen das F auf der H-Seite, das nächste. Und das haben wir hier im sechsten Bund. Und dann hast du hier deinen F-Moll-Akkord. Dann der nächste oder das nächste Voicing hat den Grundton auf der G-Seite. Und das haben wir hier im zehnten Bund. Und dann probierst du es einfach nochmal zu spielen. Ich würde auch immer nochmal die Oktave sozusagen mitnehmen, also das erste Voicing nochmal 12 Bünde höher spielen, einfach damit du das sozusagen nochmal gemacht hast, ja. Klingt auch ein bisschen schöner, finde ich. So, jetzt kommt noch der verminderte Akkord und gleiches Prinzip. Wir gehen jetzt mal die D-Verminderten sozusagen durch und der erste, dieser hier, entweder greift man den mit dem Barré hier vorn oder man kann den auch mit den beiden Fingern, also mit dem ersten und dem zweiten greifen und dann mit dem kleinen Finger noch auf der H-Seite. Genau, da musst du mal ein bisschen rumprobieren. Da gibt es kein richtig oder falsch. Greif es einfach so, wie es dir am besten gefällt, ja. Und hier auf der H-Seite haben wir wieder unser Grundton. So, vielleicht fällt dir schon auf, beim Akkordaufbau auch, das ist genau das gleiche wie Moll, nur haben wir jetzt noch die Quinte vermindert. Das heißt, wir erniedrigen die Quinte um einen Halbton. Und zwar auf der Gitarre setzt man es um, indem man einfach den Ton einen Halbton tiefer greift. Ja, wenn wir jetzt mal vergleichen, sieht exakt genauso aus wie die Moll-Voicings, nur dass die Quinte einen Halbton tiefer ist jetzt. Ja? Also einen Bund zurück. Kannst du über mal kurz vergleichen. Müsste auf jeden Fall stimmen. So.
Genau, erstes Voicing haben wir durch. Zweites greife ich sehr gerne mit einer Überstreckung hier zwischen dem ersten und zweiten Finger. Ist nicht jedermanns Sache. Manche greifen es auch so. Mit dem vierten, dritten und ersten. Da musst du wieder probieren, wie gesagt. Grundton auf der G-Seite. Dann unser nächstes Voicing. Haben wir den Grundton auf der E-Seite. Hier im 10. Bund haben wir unser D. Und den greife ich so. Und den würde ich auch immer so greifen. Da gibt es, glaube ich, keine Variante. Ja, den könnte man vielleicht auch noch nehmen hier. Mit den anderen drei Fingern. Aber das ist nicht ganz so wild. Ja, wie gesagt, fingersatzmäßig musst du einfach mal ein bisschen für dich selbst ausprobieren. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz die einzelnen Shapes durchgegangen und was sozusagen wichtig ist bei jedem Akkord mit diesem kleinen Terz, großen Terz, verminderte Quinte. Und jetzt gucken wir weiter aufs zweite Blatt ins PDF und da sieht das so aus. So, und zwar, du siehst schon, jetzt kommt der Tom hier mit irgendwelchen scheiß Noten an. Keine Angst, brauchst du nicht lernen. Ich wollte quasi nur mal visualisieren, wie diese drei Klänge als Noten einfach aussehen, ja? Weil das kann man nämlich am Notenbild sehr, sehr gut erkennen, welche Umkehrung das ist, ja? Hier zum Beispiel habe ich mal vier verschiedene Akkorde aufgeschrieben, auch mit verschiedenen Qualitäten. Also wir haben zum Beispiel ein F-Dur, ein A-Moll und ein G vermindert. Und du siehst, die sind alle quasi entweder auf den Linien oder in den Zwischenräumen, zwischen den Linien, ja? Und das ist sozusagen, ich nenne es mal dieses Schneemann-System. Und daran erkennt man direkt, okay, hier handelt es sich um einen Dreiklang in der Grundstellung. Das ist immer ein Indiz dafür, dass dieser Dreiklang einfach in der Grundstellung ist, weil die alle so schön aufgestapelt sind. Ja? Das kann man, wie gesagt, sehr, sehr schön am Notenbild einfach erkennen. So, dann gehen wir mal in diese zweite Umkehrung rein. Da haben wir jetzt hier C-Dur, F-Moll, D vermindert und E-Dur. Und du siehst schon, hier haben wir ein bisschen anderes Notenbild, ja? Hier haben wir jetzt quasi die untersten Beine sind jeweils auf der gleichen Linie oder in den gleichen Zwischenräumen. Und der Ton darüber ist sozusagen eins höher. Ja? Und wenn man dafür so einen kleinen Blick entwickelt hat, ist es relativ easy zu erkennen, ja, um welche Umkehrung sich das handelt. Und dann noch die letzte Umkehrung. Da haben wir hier C halbverminderte, A-Dur, D-Dur und B-Flat-Dur. Hier ist es jetzt quasi genau andersrum im Gegensatz zur ersten Umkehrung. Hier haben wir die beiden Töne, die zusammen klebt sind, könnte man sagen, oben und der untere hängt so ein bisschen drunter, ja. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass es einfach die zweite Umkehrung ist. Und hier auf Seite 3 gibt es noch eine schöne Übung, um diese Dreiklänge mal richtig hart reinzudrillen. Wenn du das, sag ich mal, 4 bis 6 Wochen machst, bist du Dreiklangsmeister auf dem oberen Stringset, ja. Und das Ding ist, du musst es halt nur machen. Ich gebe dir jetzt hier Übung, schön mundgerechte Häppchen, du musst dich nur noch hinsetzen und das machen. So, jetzt haben wir hier 4 verschiedene Reihen. Und das Ding ist, wir werden jetzt mal eine beispielhaft durchgehen. So, ich switche nochmal rüber hier. So, und zwar die Idee ist, dass du dir jetzt die Reihe, nehmen wir mal die erste direkt, nimmst und du fängst jetzt hier mit dem C-Dur an und wir sagen einfach mal, wir fangen jetzt mit der Grundstellung an, also mit dem roten Voicing, zeige ich dir nochmal fix, und zwar diesem hier, und zwar in C-Dur. Das heißt, du musst dieses Voicing so lange verschieben, bis dieses R auf dem Ton C ist. Ja? Und wir haben auf der G-Seite unser Ton C im 5. Bund. Das heißt, das ist sozusagen unser C-Dur-Dreiklang, mit dem wir starten. Jetzt wird die Aufgabe sein, dass du zum nächsten Akkord wechselst, also zu dem A vermindert, und du suchst das nächstmögliche Voicing. Ja? Und jetzt musst du überlegen. Hier ist mein C-Dur. Und jetzt musst du überlegen, wo ist denn das nächstmögliche A hier? Das haben wir hier auf der E-Seite im 5. Bund. Das heißt, jetzt musst du überlegen, welches Voicing hat denn den Grundton auf der hohen E-Seite? Und das wäre das hier. Also gehst du so vor. Erst C-Dur. Dann das nächstmögliche A, wie gesagt, hier auf der A-Seite. Und das ist das dazugehörige Voicing. Wir können mal kurz schauen hier. Und zwar ist das der Verminderte mit dem Grundton auf der E-Seite. Also hier das Orangene. Na? So, dann gehen wir mal weiter. Als nächstes haben wir As-Dur. Jetzt sind wir hier. Und das heißt, du musst überlegen, wo ist denn das nächstmögliche As hier? Und du weißt ja, A und As ist sozusagen Halbton entfernt. Hier ist das A. Und hier ist das Ass. Das heißt, du suchst jetzt
den Dur-Dreiklang mit dem Grundton auf der E-Seite und das wäre dieser hier. Dann gehst du weiter. Nächster Ton, ein Des. Jetzt überlegst du wieder, wo ist das nächstmögliche Des innerhalb dieser höchsten drei Saiten? Und das wäre hier auf der G-Seite im sechsten Bund. Und dann spielst du hier das passende Voicing dazu. Und so gehst du quasi jede Reihe einmal durch, sind vier verschiedene Reihen. Und es wird am Anfang auf jeden Fall eine Weile dauern, ehe du da so ein bisschen Feeling dafür bekommen hast. Aber das wird dich auf jeden Fall krass weiterbringen. Du wirst so gut mit diesen drei Klängen und du kannst sie im Bandkontext super gut einsetzen. Es gibt noch so verschiedene Improvisationskonzepte, wo die drei Klänge sehr, sehr wichtig sind. Also das ist eine Übung, die sich extrem lohnt. Und nebenbei übst du quasi auch nochmal die Töne auf dem Griffbrett. Ja, das ist ja immer so eine Übung, die wird bei YouTube immer krass gesucht. Aber keiner setzt sich hin und macht diese Übungen. Ja, und hier habt ihr quasi 2 in 1, ihr übt die Töne auf den Saiten und ihr übt gleichzeitig noch drei Klänge. So, ich zeig dir jetzt einmal diese ganze erste Zeile. Da gibt es nämlich auch einen Backing-Track zu, den gibt es auch im Newsletter. Und schalte ich nochmal um zur Gitarre noch. Das Ganze sollte dann so klingen. Ist ein schön entspanntes Tempo, dass man auch ein bisschen Zeit hat zu überlegen, wo will ich als nächstes hin. Let's go! Ja, der zählt immer so langsam ein. Ja, da müssen wir jetzt durch. So, du hast schon gehört, ich habe jetzt immer mal so ein bisschen noch einen kleinen Rhythmus mit reingebaut. Du kannst einfach ganz entspannt auch den Ton klingen lassen. Also 1, 2, 3, 4, 2, 4 und so weiter. Ja, du musst da jetzt nicht irgendwelche Picking-Muster noch machen, sondern keep it simple, schön die ganzen Noten einfach runterfeuern. Und genau, wenn dir das noch zu schnell ist, was absolut passieren kann, auch gar keine Schande, dann gehst du einfach nochmal ganz normal rein in die erste Reihe und machst das einfach mal ohne Tempo, ja? Du lässt dir einfach schön viel Zeit. Überlegst, okay, jetzt hier mein Startpunkt gewesen, wo ist das A, hier, welches Voicing muss ich nehmen, weil der Grundton auf der E-Seite ist, blätterst du um, schaust nochmal nach und so weiter. Du wirst aber merken, dass du da sehr, sehr schnell Fortschritte machst und vielleicht auch, dass du irgendwann diese Reihenfolge auswendig kannst. Was du da machen kannst ist, du fängst einfach mit einem anderen Voicing an. Wir haben jetzt gestartet mit der Grundstellung, mit diesem hier, in der ersten Reihe. Aber du kannst natürlich auch hier starten. Und schon sieht das Ganze auf einmal komplett anders aus. Und so weiter. Du siehst, es ist dann auf einmal komplett andere Reihenfolge von den Voicings. Und das ist halt auch nochmal super gut, um einfach eine andere Reihenfolge für die Finger zu bekommen, ja? Und wenn du merkst, okay, die erste Zeile kann ich jetzt, dann nimmst du einmal die zweite, die dritte oder die vierte. Und wenn du merkst, du kannst auf einmal alle, dann spielst du die Sachen einfach mal rückwärts. Das geht natürlich auch. Oder du erhöhst einfach das Tempo, ja, dass du gar nicht so viel Zeit hast nachzudenken, sondern es muss ein bisschen schneller kommen. Das kannst du dann auch mal probieren, dass du die Sache einfach mit dem Tempo ein bisschen beschleunigst. So, hier habe ich auch nochmal hingeschrieben, starte jede Zeile mit jeder Umkehrung. Das heißt, du hast quasi drei Startpositionen und somit hast du drei Varianten für jede Zeile schon mal. Dann immer zum nächstmöglichen Dreiklang, das haben wir besprochen. Immer überlegen, wo liegt quasi von dem nächsten Ton der Grundton am nächsten und von dort aus dann das passende Voicing suchen und spielen. So, dann haben wir hier noch lass Dreiklänge mit Leerseiten weg, weil sie den Fingersatz kaputt machen. Würde ich dir am Anfang erstmal empfehlen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei C-Dur wieder sind, haben wir ja, wäre das ja sozusagen eins mit Leerseiten und weil man da sozusagen nicht den kompletten Fingersatz übt, würde ich sowas mal weglassen, aber du würdest es dann einfach eine Oktave höher spielen.
Hier wäre es dann sozusagen. Also wäre die Reihenfolge, nochmal kurz gucken. Hier haben wir. Und so weiter. Und da ist dann auch nochmal eine ganz neue Reihenfolge, die du üben kannst. So, das ist auf jeden Fall ein krasser Dreiklangsdrill. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt und ich hoffe, du nimmst diese drei Klänge mit in deine Band oder wo auch immer du spielst, vielleicht auch für dich zu Hause zum Einloopen oder so. Das sind nämlich sehr, sehr schöne drei Klänge. Bin jetzt nicht super krass in diese Theorieschiene reingegangen, sondern mir ist es immer wichtig, dass die Leute sich hinsetzen und die Sachen üben. Deswegen gibt es auch das PDF und die ganzen Backing-Tracks, melde dich zum Newsletter an und üb das mal. Ja, nicht bloß gucken, sondern auch mal üben. Ja, sich schön hinsetzen, 10 Minuten sich mal nehmen am Tag und die Sachen üben. Üben, 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 Junge. Das ist das Wichtigste. So, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, dir hat es gefallen. Fürs PDF, wie gesagt, in der Beschreibung, im Newsletter einfach eintragen. Check da auch auf jeden Fall deinen Spam-Ordner aus. Manche haben mich angeschrieben, dass sie keine Mail bekommen haben. Aber dann warst du quasi bloß im Spam-Ordner gelandet. Super, ich danke dir fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.